Da werden dann nur zwei, drei Schlucke Wasser getrunken, dass überhaupt Flüssigkeit rein ist, aber ansonsten kriegst du auch in sie nichts rein. Das ist das Problem, mal sozusagen, was wir mitgekriegt haben mit unseren Großeltern zum Beispiel, dass du dahinter stehen musst, damit sie was trinken, weil dann müsste man ja mehr zur Toilette und im Endeffekt hast du was? Ja, die älteren Herren im Krankenhaus wegen Nierenversagen. Ja, aber es ist ja nicht immer so. Das ist ja, wie gesagt, dann aber auch Ah, nur, es wenn, wenn, ist. wenn. Bei uns ist das aber, wie gesagt, mit jedem Großelternteil bisher so gewesen. Leider. Die mussten Frühstück, das ich habe Glas wirklich vor Tabletten die zum Nase stecken. Sattwerden. Ja, toll. Das macht's auch nicht wirklich besser, Mickey. Mickey, da, weil du gerade da warst. Wie war Eis essen? Herr im Himmel. Bin immer noch neugierig. Bin eine Frau. Dankeschön, Leo. Also meine Holde würde jetzt sagen, sie ist nicht neugierig. Sie will bloß alles wissen. Ja, im Zug ist nicht immer so toll mit Toilette. Ja, das ist das Problem. Die Zugtoiletten sind echt übel. Warte mal, was war, zu was wirst du? Also, wenn ich nichts futtere, werde ich zum Xenomorph. Lebenform. Was ist ein Xeno? Nein. Zur xenomorphen Lebensform. Eis essen war kalt, kaltflüssig. Und meine eine hatte einen Kiwi-Erdbeer-Spaghetti. Oh, Kiwi-Erdbeer, das klingt ja mal edel. Kiwi an sich, also ich esse so gerne einen Kiwi-Eisbecher, weil das ist dieses säuerlich-süße. Ah, oh, echt immer geil. Saure Kiwi so im süßen Eisbecher. Siehe Alien. Ach so, das ist das, was ich schon verpasst habe. Okay. Also das ist das, was schon an mir vorbeigelaufen ist, tatsächlich. Philipp, Philipp, Philipp. Ja, was Guck denn? mal, ich bin schon beim kleinen Teil angelangt. Ich komme gerade mal einmal angefahren. Wer denn schon mal? Guck mal, ich bin jetzt beim kleinen Teil angelangt. Hm. Ohohoho. Und da vorne ist schon wieder eine Birke. An dir vorbeigelaufen, du hast mich doch noch nie morgens gesehen. Ach, Mano. Das müssen wir ändern, dass wir dich morgens sehen. Micky, mach mal Bild morgens. Du kannst auch dein Gesicht verdecken. Also die Augen. Oh Mann, 6 Stunden Zugfahrt, wenn wir in Urlaub fahren, mit einmal umsteigen, da hoffe ich, dass ich nicht auf die Toilette muss. Ich finde Zugtoiletten, und da bin ich ganz bei Manu, ich finde Zugtoiletten so ekelig. Was kann der erste Zug sein, der frisch eingesetzt ist? Das kann wirklich gereinigt sein, aber das Thema, warte mal, ja, habe ich, einen Moment. Also Zugtoiletten sind so ein wirklicher Graus, ne? Also absolut. Ja, das ist das Problem. Man geht nicht gern auf Toilette und das ist der Grund, warum man nun nichts trinkt morgens und auch nicht möglichst nur isst, damit der Kreislauf und damit das alles ein bisschen in Schwung gerät. Aber ansonsten bloß nicht. So, Teemarsch. Dankeschön. Oh, jetzt habe ich verschluckt. Reicht noch, um es zu beenden. Gibt kein Bild, sonst verliebt sich noch wer. Um Himmels Willen, Albtraum. Und von den Augen schon gar nicht. Da werfen alle mit. Die sind so schön.
Ah, okay. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Aber ich will. So, ich fahre zum Hof, werde da schon ein bisschen was machen. Ja. Ich habe dir den Anhänger hier zum Kalken stehen gelassen. Ja. Wie, ich soll jetzt kalken oder was? Ich bin noch nicht mal mit Sehen fertig. Ah, siehst du. Warte mal, ich brauche noch gar nicht zum Hof fahren. Hier steht noch was, was erledigt werden kann. So, komm her hier. Was haben wir denn hier drin? Pilze, Mangos, Rotkohl, Kokos, Senf, Erdnüsse, Salat, Kastanien, Erdbeere. Lass mal gucken, was du da tust. Ah, der große LKW. Oh Gott, das ist ja alles voll. Ja. Er steht schon seit vorletzten Stream hier noch und will entladen. Aber warte mal, hier war doch... Ich muss so tatsächlich noch mal Saatgut nachladen, ne? Hm. Mit den 11% komme ich nicht weit. Muss mal die Mühle anhalten. Mühle. Hier oben haben wir es. Deaktivieren. Okay, jetzt müsste sie stehen. Oh, sehr schön. Hat geklappt. Die müsste so einen Schalter haben, wo du einmal ausschalten kannst. Darf ich dich was fragen? Fragen kannst du immer. Ob du eine Antwort bekommst, weiß ich noch nicht. Frag ruhig. Wenn ich nicht antworten möchte, sage ich das tatsächlich frei heraus. Hm. Jetzt sind wir jetzt irgendwas losgeworden? Ja, ein bisschen was, glaube ich schon. Da ist eine Palette weg. Das müssen nämlich, glaube ich, die Oliven gewesen sein. Ja, so langsam musst du immer. Hab das eben nicht ganz mitbekommen. Wie heißen deine Hunde und darf ich fragen, wie alt? Der Junge heißt Quarz. Und die Mädchen heißt Panka. Der Junge ist vom Züchter und ist jetzt. Warte. Was haben wir jetzt? 23? 8? Und Panka ist das genaue Alter nicht. Nicht bekannt, aber über 10 auf jeden Fall schon. Und Quarz kommt von der Züchterin und Panka kommt aus dem Tierschutz. Die war eine Gebärmaschine sozusagen gewesen. Sehr ängstlich. Beide Hunde sind auch dort im Discord, wo du jetzt gepostet hast, sind beide Hunde auch zu sehen. Habe ich mal ein Bild reingestellt von beiden. Müsstest vielleicht ein bisschen hochscrollen. So. Tja, aber Micky, das kann man ändern. Micky, das kann man ändern. Das habe ich doch ein Glück, dass Bilder von mir seltener sind als ein Eunuch im... Ach. Bei mir wohnt einer. Zarte 16 Jahre alt. Oh. Boah, hier ist sogar Kaffee drauf. Ja. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Können wir denn genau so, genau so wird sie geschrieben, ja. Ja. Ja, sie ist tatsächlich ja zu uns jetzt nicht mehr so, also was heißt nicht mehr so, schon länger nicht mehr so, aber war eine ganz, ganz ängstliche Hündin. Und ich hab's bis heute, aber es ist nicht, weil es sein muss, aber sie trägt bis heute hin immer noch ein Angstgeschirr. Einfach nur, das ist für sie so eine, wie so eine Umarmung quasi. Also ein Geschirr mit drei Riemchen quasi.
Also keine Riemen, sondern Riemchen. Machen wir mal das Auslagern, genau. Ja, auch auslagern. Sehr schön. Der geht noch nicht. Ich habe ja auch eine kleine Behinderung jetzt im Daumen, weil Franka mich da reingebissen hat. Gleich am ersten Tag, wo sie zu uns kam. Ich war mit ihr draußen, mit meiner Tochter auch, und sie hatte Panik bekommen und ich wollte sie einfach hochnehmen und sie hat aus Panik, also nicht, weil sie es böse meinte, sondern aus Panik in meinen Daumen gebissen. Und da war ich ein bisschen länger im Krankenhaus, wurde auch operiert, da wurde rausgeschnitten etc. pp. Ich hatte Gips bis zur Schulter hoch. Mit dem Arm nach oben. Ich saß immer so wirklich so im Winkel, im rechteckigen Winkel. Rechtwinkligen Winkel, nicht rechteckig. Also, du weißt, was ich meine. Hatte ich tatsächlich Vollgips. Da wurde rausgeschnitten. Aber mittlerweile. Sie spielt, sie kuschelt, also mit mir. Sie nicht mit dem Jungen nicht, aber mit uns Menschen, ja. Nehmen wir jetzt Sonnenblumenöl und Rapsöl noch mit lang. Das können wir auch noch verkaufen. Ja, mach. Alles, was Geld bringt, ne? Mhm. Da hat sie aber schön gebissen. Ja, das Problem ist, dass wenn Hunde beißen und so tief beißen, dass sich die Bakterien... wir haben um den Knochen herum so eine Art, wie hat die Ärztin gesagt, so eine Art Kondom. Und wenn die Bakterien oder die Keime, die an den Zähnen haben, zwischen das Kondom und den Knochen geraten, ist das, dann müssen sie mir auf Sicht das amputieren, den ganzen Arm unter Umständen. Und von daher wurde die ganze Wunde, alles was dazugehört, wurde rausgeschnitten. Ja, war nicht so lustig. Aber wir haben Panka immer noch. Und ich liebe sie immer noch. Weil sie hatte einfach nur Angst. Das ist so. So, gucken wir mal. Ich würde sagen, ich fahre gleich hier unten hin. Upp, hier. Da werden wir hinfahren. Das ist ja, die Wunde ist jetzt zwar zugeheilt, aber da ist keine Haut in dem Sinne drauf. So zum Tasten, so eine Haut ist da nicht mehr drauf. Also die Fläche ist sehr empfindlich. Vor allem die Kälte. Ja, Kälte ja sowieso. Narben an sich schon alleine reichen schon bei Kälte. Ja. Aber das ist alles okay. Sabinchen geht ins Bett. Du nimmst wahrscheinlich den Dani gleich mit. Gehe ich mal von aus, Sabinchen. Ich wünsche dir eine gute Nacht und süße Träume. Wir müssen auch gleich aufhören, sehe ich gerade mal. Oh, das ist aber gemein jetzt, ne? Mich hat auch einer in die linke Hand gebissen, bekam aber eine Tetanusspritze. Bin vor 2 Monaten... ach Gott, ich bin leer. Ja, schön. Beißerei geraten, als ich 2 Rüden gebissen habe. Oh weia. Ja, wenn man dazwischen gerät, ist natürlich doof. Hab die Macken noch am Bein. Ja, also. Oh. Aber das war für mich kein Grund, die Hündin gleich wieder abzugeben oder sonst irgendwas. Ich habe das so genommen, wie es ist. Es war nicht ihre Schuld, ich hätte sie nicht einfach so greifen müssen, aber ich hatte nur, sie war in Panik geraten und ich wollte sie einfach nur quasi nehmen und schützen, weil sie in Panik geraten war. Hätte ich nicht machen sollen, ist aber jetzt so. Das ist Sonja jetzt schuld, das ist jetzt blitzt bei dir, Beringer ist Sonja schuld.
Weil ich habe jetzt so mein. Ich habe schon abgegolten jetzt hier. Ich glaube, hier drinnen muss ich rein. Ich weiß es aber nicht. Ich habe jetzt mal den Dings nicht so voll gemacht, weil ich nicht glaube, dass ich das alles verbrauche. Zur Not hole ich noch mal was nach, weil sonst müsste ich das wieder daneben stellen. Wäre auch doof. Ich glaube, du kannst dann gleich zu mir kommen. Den Rest machen wir nächstes Mal. Ist Leben im Anhänger, guck mal. Er fackelt. Ja. Da ist was Lebendiges drin. Wie viele Kinder? Ich habe 3 und ein Enkelkind. Ich habe 3 Kinder und ein Enkelkind. Ja, ja, oha. Oha, trifft es. Genau das trifft es. Ach, Menno, warum ist das jetzt so? Philipp! Was denn? Warte mal, ich zeig dir mal mein Bild. Guck mal. Ja. Aber fast. Ja, ja. Fast ist aber nicht ganz. Ich will dann doch zumindest noch schnell verkaufen hier. Muss man auch nehmen. Oh Gott. Ja, hier hinten jetzt zu fahren ist echt kacke mit ein, ne? Ganz ehrlich. Mach doch mal schnell ins Dorf und dann bin ich bei dir. Ja. Die rote Ampel ignorieren wir jetzt mal. Oh, jetzt als wir es auf dem Arm. Ja, hätte man nicht ignoriert, ne? Ja, ich stelle ihn gleich da drüben noch mal hin und dann. Also sollte das, was ich jetzt geladen habe an Saatgut, sollte reichen, dass ich da nicht so viel hinstelle. Bin gleich beim Bauernmarkt. Das ist eine Oma, lol. Was? Ja, ich bin halt eine Oma, was soll ich sagen? Aber das ist nicht schlimm. Damit kann ich leben. So. Fahr jetzt nur noch an. Ich fahr gerade beim Bauernmarkt drauf. Und dann wird hier einmal sauber gemacht, weil das geht gar nicht. Das sieht hier aus wie Hempels unterm Sofa. Das geht ja gar nicht. Kein Wunder, also ist ein Wunder, dass der Sigi heute noch nicht geschimpft hat. Da kommen die ersten 100.000. Wow. So. Als hätte hier noch nie was stattgefunden. Ich werde zum dritten Mal Onkel und habe ein Patenkind. Patenschaften sind auch was. Oh weia. Knapp über 200.000. 200.000, ne? Ja. Knapp über 200.000. Ich glaube 113.000 oder 133. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, wird nochmal. Ach, guck mal an. Wenn ich hier ist, jetzt alles gut. Ja, wird gut. Also nicht perfekt, ne? Hier ist nicht perfekt. Hm? Dann wird's schlecht. Ja, wird schlecht. Ja, weil du genau auf der Kante stehst, ne? Genau im Übergang. Von dem einen zum anderen. Erwarteter Ertrag 116%. Und wenn ich jetzt auf das Weiße gehe, 200%. 323. Extra Potenzial 125%.
Ja, also, ich hab's fast geschafft, Leute. Ich glaube, ich kann es kaum glauben. Aber ich hab's fast geschafft. Hätte ich gleich von Anfang an hier gemacht und nicht erst drüben noch müssen, wäre das, glaube ich, vielleicht sogar fertig geworden. Genau. So, wo du. Bist du? Bin da. Wo bist du? Da. Kann auch in dein springen, wenn du da nicht gerade drin sitzt. Nein, ich stehe draußen. Da bin ich. Hallo! Hallöchen. Schön, dich zu sehen. Ja, war eine schöne Runde. Wir hatten, glaube ich, heute während des Streams echt viele, viele verschiedene Themen. Da hat sich wieder gezeigt, die LS-Streams, das Fahren über den Acker ist eigentlich dafür sehr, sehr gut, alle möglichen Dinge des Lebens zu besprechen. Von traurig bis zu wunderbar, wunderschön, von Problemen, die man hat oder die ihr habt, bis hin zu Erfolgen, die ihr verbuchen könnt. Ich freue mich immer über diese Streams. Sie sind, für mich bringen sie euch, mir ein Stück näher. Weiß nicht, wie es Philipp geht. Ja. Aber es ist, man erfährt immer so ein bisschen was. Genau, ich finde es interessant. Und das ist der Grund, warum ich auch jeden Einzelnen, der auch im Lurk da ist, auch sagen kann, schreibt ruhig, ihr seid hier gehört, gelesen und gewollt. Und jeder, der dazukommt, sei es jetzt von YouTube, dahin geht ein Gruß raus, kommt ruhig zu uns in den Live-Chat, in den Livestream am Montag zu LS22, wenn ihr denn Lust habt. Und redet mit uns, plaudert mit uns, tauscht euch aus. Oder ihr kommt in den Discord. Dort könnt ihr auch, wie ihr bestimmt jetzt in den letzten Folgen gehört habt, auch das eine oder andere loswerden. Auch da seid ihr alle herzlich willkommen. Lieber Philipp, wir haben heute gut gearbeitet. Wir haben gut geschafft, ja. Ich gucke auf ein Feld. Ich habe ein Feld noch nicht mal geschafft, aber es liegt halt an 1,6 Meter Zuckerrohr. Ich freue mich riesig auf die Maisernte und die Zuckerrohrernte. Zuckerrüben vielleicht auch noch. Vielleicht kriegen wir die ja. Darauf freue ich mich sehr. Es war wieder nett, dich an meiner Seite zu wissen. Hat mir Spaß gemacht. Auch wenn du mittlerweile schon genauso leblos vor dich hinguckst wie Manu. Ich spiele euch alle kaputt. Wie war das? Ich spiele euch alle kaputt. Ja, guck mal, wie leer dein Blick ist. So, boah, die Frau hat mich ausgelaugt. Auf YouTube, wenn euch das gefallen hat. Lasst euch ein Däumchen da und auch einen netten Kommentar. Philipp und ich würden uns freuen. Wir würden, und ihr werdet das nicht bereuen. So, jetzt haben wir noch mal zum Schluss noch mal einen Reim rausgeholt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss.